Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Eddie und ich spiele Stardew Valley. Ja, das Mikrofon ist endlich warm gelaufen. Endlich gibt es wieder eine neue Folge von diesem wunderbaren Bauernhofsimulator. Und ich darf euch erstmal dieses kleine Easter Egg präsentieren. Außerdem darf ich euch sagen, dass ich endlich mal ohne den Stream weitergespielt habe, denn sonst wäre ja gar nichts mehr gegangen. Wenn ich jetzt noch jeden weiteren Tag euch hätte zeigen wollen, wären wir noch in 10 Jahren nicht fertig gewesen. Deswegen, wir sind einige Tage weitergesprungen. Wir sind jetzt im 16. Tag, im Herbst, Jahr 1. Und es gibt eine Besonderheit heute und die möchte ich euch nicht entgehen lassen. Und ich sollte hier mal meinen Gamepad abschließen. So. Und zwar, heute ist der erste Tag, wo ich meine Waren präsentieren darf. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie dieser Tag heißt. Auf jeden Fall, ja, schauen wir mal in den Fernseher. Ich glaube, da wird das auch nochmal gesagt. Ach, endlich habe ich mal wieder Glück. Ihr glaubt es gar nicht. Die letzten 5 Tage hatte ich echt nur Pech. Okay. Wieso ist denn schon wieder alles so laut? Ah, so, jetzt versteht ihr mich auch. Und der Rest kann auch mal ein bisschen leiser sein. So. Und zwar folgendes. Willkommen auf meiner Farm, die sich so langsam verabschiedet. Zumindest dieser Zaun. Heute muss ich mir 9 Gegenstände suchen, mit denen ich dann um 9 Uhr antrete zu einem Wettbewerb. Darauf freue ich mich schon sehr. Jetzt muss ich mir mal meine schönsten Sachen raussuchen und vielleicht mal ein paar Sachen hier erstaunen. Diese Kiste reicht nämlich auch nicht mehr. Eieiei. Das passt alles nicht. Schade. Dann werde ich erstmal hier kurz zwischenlagern. So. Auch ganz neu. Na, ich muss euch das mal alles in Ruhe präsentieren. Aber heute habe ich erstmal ein bisschen Zeitdruck. Neu ist, dass ich diese beiden Ringe gefunden habe. Unter anderem, irgendwie waren meine letzten Minenbesuche ringtechnisch ein großer Erfolg. Ich habe jetzt auch einen Leuchtring. Man sieht es so ein bisschen. Naja, nachts sieht man es besser. Dass ich jetzt rundum leuchte. Also ein paar goldene Sachen. Die Wildpflaume nehmen wir mal mit. Eine Pastinake, eine Lachsbeere. So, hier ist die Sommerkiste. Eine Gewürzbeere, eine goldene. Das Radieschen nehmen wir uns auf. Eine Peperoni, davon habe ich viele. Die wird richtig gut sein. Da wollten wir hin. Eine Preiselbeere. Ein roter Pilz. Ein Senfkohl. Ein Mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Damit hätte ich schon 9. Ich schaue nochmal kurz hier rein. Ne, die sparen wir uns. Was ist mit der hier eigentlich los? Die vibriert hier so seltsam. Sommerschmuck. Die scheint selten zu sein. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, die mitzunehmen. Ich weiß nicht, ob die verbraucht werden oder nicht. Aber wenn die da so schon so blinkt, dann muss ich die doch mitnehmen. Ihr werdet mich hoffentlich aufklären, wenn das überhaupt noch jemand guckt. So, jetzt haben wir 7 Uhr 10. Ich muss um 9 Uhr irgendwo sein. Das weiß ich gerade nicht aus dem Kopf heraus. Was ich aber nochmal machen kann ist... Ich glaube, ich habe dich hier gepolstert. Ja. Was ich in der Zeit machen kann ist, ich kann euch mal hier kurz rumführen. Wir haben gerade diese ganzen Früchte, das Gemüse. Hier unten haben wir immer noch das. Also es hat sich gar nicht so viel getan. So viele Tage sind ja nicht vergangen. Ich bin in der Mine vorangekommen und... Leveltechnisch sieht es bei mir gerade so aus. Hofarbeit, Minenarbeit, Sammeln, Fischen und Kampf. Da bin ich gut vorangeschritten. Ich habe mich jetzt beim Fischen, Level 5, habe ich mich für Fischer entschieden. Das heißt, Fische sind 25% mehr wert. Ex
Exakt. Und, ahahaha, das darf ich natürlich, das dürft ihr euch nicht entgehen lassen. Ich baue meinen ersten Hühnerstall. Ich freue mich riesig drauf. Endlich habe ich 4000 Gold zusammenbekommen und die nötigen Ressourcen. Und jetzt baut mir Robin einen Hühnerstall dorthin. Und ich freue mich riesig. Oh, da findet das also statt. Dann habe ich noch ein paar Minütchen Zeit. Ich suche nochmal nach Würmern hier. Oh, stattdessen finde ich eine Haselnuss. Uhr, gleich geht's los. Ich bin aufgeregt, wie das wohl funktionieren wird. Sterntautaler Volksfest, jawoll. Direkt hier einen Shop. Ich glaube, ich habe keine Sternmarken. Mal gucken. Stardew Valley Fair, schön. Davon muss ich doch mal direkt einen Screenshot machen. Nun, Eddie, heute ist der große Tag, unser wichtigstes Fest im ganzen Jahr, das Sternentautaler Volksfest. Falls du bei der Bauernhofschau mitmachen willst, habe ich dir einen Stand freigelassen. Wenn du alles vorbereitet hast, lass es mich wissen, damit wir mit der Bewertung anfangen können. Sehr schön, Louis. Wer ist das denn? Wie geil ist das denn? Bist du so stark wie ich? Zerschmettere Steine. Wie mache ich das jetzt? Achso, vielleicht brauche ich mal... Bitte stell dich an den roten Pfeil. Ah, so rum funktioniert das. Stärkestufe Bulldozer. Okay, das war ja extrem witzig. Pierre nimmt die Bauernhofschau ziemlich ernst. Er hat seine besten Erzeugnisse schon Wochen zuvor beiseite gelegt. Mein Geschäft vertreibt die allerfeinsten Qualitätsprodukte des gesamten Tals. Seht euch einfach meine Auslage an. Mal schauen. Uiuiui, das sieht echt gut aus. Ich habe mein Bestes gegeben, aber meine Auslage ist dieses Jahr im Vergleich zu Pierre ziemlich schwach. Mhm. Arbeitest du an deiner Auslage für die Bauernhofschau, Eddie? Das ist die Gelegenheit, all die guten Erzeugnisse von Edelisches Hof anzupreisen. Wer ist das? Tourist. Wow, das ist der größte Käseleib, den ich je gesehen habe. Sehr beeindruckend. Oh, wie cool ist das denn? Was ist mit ihm los? Er ist so übertrieben freundlich. Er auch. Okay. Also man kann hier diese Taler verdienen, mit denen man dann sich Sachen kaufen kann. Oho, hier sind die Magier und Wahrsager. Da gehe ich doch gerne mal hin. Ah, 100 Gold, komm. Ah ja, Willi hat Geburtstag. Er dachte, alle hätten ihn vergessen, aber dann tauchst du mit einem netten Geschenk auf. Wie aufmerksam von dir. Mhm. Aber das liegt in der Vergangenheit. Jetzt sehe ich dich und Lea auf einer Wiese. Ihr scheint glücklich zu sein. Oh, die Kristallkugel hat sich geändert. Ah, du kämpfst. Irgendetwas Entsetzliches stürmt aus der Dunkelheit auf dich zu, aber du scheinst mehr als bereit zu sein, dich ihm zu stellen. Ah, die Kristallkugel ist erloschen. Das ist alles, was ich für dich tun kann. Jetzt denk daran, dass die Zukunft nicht in Stein gemeißelt ist. Was auch immer ich dir heute erzählt habe, kann sich stets ändern, wenn du dich anstrengst. Auf Wiedersehen. Eieiei. Well, Vic und ich kennen uns schon seit Ewigkeiten. Sie ist eine bemerkenswerte Wahrsagerin und eine gute Freundin. Der Cowboy-Magier. Dieser Clown, er kommt mir irgendwie bekannt vor. Vielleicht von der Schule der Illusionen oder aus dem Karneval der Geheimnisse? Okay, da die Zeit nicht abläuft, muss ich mich jetzt auch nicht stressen. Oh.
Ich bewundere Robins Fähigkeiten im Schreinern. Ich benutze eine Menge ähnlicher Techniken bei meiner Arbeit. Holzverarbeitung ist eine alte Tradition. Ich bin stolz darauf, ein Teil davon zu sein. Clints Klingen werden jedes Jahr schärfer. Seine Preise auch. Sehr geil. Ich beschwere mich hin und wieder über meinen Job, aber ich bin stolz auf meine Arbeit. Das hier sind ein paar meiner besten Stücke. Ich hoffe, sie gefallen dir. Mhm. Weißt du, ich wäre sicher ein ziemlich guter Clown geworden. Vielleicht habe ich meine Bestimmung verpasst. Mit ihm kann ich nicht reden? Er sieht nicht sonderlich glücklich aus. Bürgermeister Lewis wollte wohl dieses Jahr mit einem Discount-Clown Geld sparen. Robin arbeitet wirklich hart als Schreinerin. Sie hat die Anerkennung redlich verdient. Ach ja, reden wir doch mal mit denen und dann machen wir uns mal hier an die Spiele. Beeil dich besser, mein Kind, bevor ich mir hier jeden einzelnen Fisch aus dem Zelt schnappe. Warst du schon bei der Wahrsagerin? Sie hat ihren Stand am Friedhof. Yep. Ich habe das Stärkespiel zu oft gespielt und meine Arme fühlen sich jetzt an wie Gummi. Ich habe das Glücksrad jetzt schon 10-mal hintereinander gewonnen und der Mann will mich nicht mehr spielen lassen. Tourist, du hast eine ganz schön nette Stadt, angenehm und kuschelig mit einem Gemeinschaftsgefühl. Mit einem echten Gemeinschaftsgefühl. Ich habe die ganzen Spiele schon gewonnen, was jetzt? Entschuldigung, dass ich jetzt so ein bisschen seltsam rede. Es war eine lange Busfahrt hierher, aber das war es so wert. Dieses Tal ist wunderschön. Simon liebt es, nicht wahr? Simon? Simon? Ja, machen wir hier mal weiter. So, Sternenmarken, ich komme. Was muss ich machen? Oh, ist das doof. Tschüss. Nein. Ah, so. Nein. Boah, war das gut. Boah, ist das nervig, diese Steuerung. Man muss zurückziehen. Oh, die sind lila. Die waren bestimmt richtig gut. Ah, shit. Der hätte ich gern gemacht. Man will eigentlich immer mehrere treffen. Naja, war okay. War okay. Keine Ahnung, ob das jetzt was bringt schon. Ich schaue gleich mal in diesem Laden. Zumindest habe ich auch ein bisschen Geld. Das wäre jetzt sehr traurig gewesen, mit 0 Talern hier anzutreten. Okay, Möbel, ein Hut, oh, eine Sammlervogelscheuche. Also ich brauche 800 von diesen blöden Marken. Und die Sternenfallfrucht, oh mein Gott, die brauche ich. Ich hoffe, ich kann sie pflanzen. Okay, mehr gibt's auch gar nicht. Ach, okay, also, was wäre denn jetzt mein Ziel? Zumindest die Vogelscheuche, aber 800? Ich habe jetzt so wenig verdient. 15? Eieiei. Komm, drehen wir hier mal. Grün. Oh, hoho. Okay, Glücksspiel. Ah, oh, damn it. Alles oder nichts. Ne? Darf ich nochmal? Komm, nochmal grün. Jetzt habe ich gleich wieder mein Geld drin. Oh mein Gott, das geht so schief. Bleib stehen. Jawohl. Okay, schauen wir uns mal weiter um. Oha, ich krieg hier Sternmarken. Das sieht sehr teuer aus. Oh ja.
Fischen kann ich relativ gut. Mal gucken, ob das auch bei diesem Spiel funktioniert. Ja, ich drück doch. Wieso passiert nichts? Was muss ich denn machen? Ja, jetzt war es ein Treffer oder was? Ob ich die Fische behalten darf? Ja, ich darf nicht mit C drücken. Das ist echt nervig. Normalerweise fische ich mit dem mit der Tastatur. Oh, nee. Jetzt aber. Und hier geht C wieder. Eieiei. Immerhin. So, komm, noch einmal. Nee. Was heißt das jetzt? Oha. 48 Sternmarken, das lohnt sich ja viel mehr. Und die verspielen wir jetzt gleich wieder. Ups. Orange 10. Kann ich das nicht überspringen? Ich ertrag das nicht. Yes! 73. Okay, Leute, ich bin heiß. Ich bin heiß. Orange. 25. Hui! Drückt mir die Daumen. Yes! Ah, jetzt müsste ich direkt nochmal spielen. Ich mache hier nochmal das Spiel. Ich angel nochmal. Aber dann lasse ich es, glaube ich, auch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich die Marken, dass ich nicht 2000 Marken dieses Jahr zusammenkriege. Ich hoffe, man kann die Marken bis nächstes Jahr behalten. Komm, Perfektionsbonus, ich komme. Yes! Nein, wohin machst du das denn? Hier, nein! Das kostet alles Zeit. Ui, das ist ein Wilder. Das ist ein Wilder, du. Yes. Die armen Fische für so ein schäbiges Glücksspiel oder Jahrmarktspiel angel ich jetzt sinnloserweise Fische und Algen. Komm schon. Achso, das geht alles nicht. Naja, Zeit ist eh rum. Wie viele Punkte bringt das? Oder wie viele Marken? Ohohohohohoho. Ich habe das Gefühl, dass ich doch noch Chancen habe. All in, nicht wahr? Nee, Sekunde, ich mach... Ich weiß, das ergibt keinen Sinn. Hey, ich will nochmal...
Mama Orange. Und zwar 100. Weg mit dem Geld. Nein! Blödes Glücksspiel. Und dabei ist es so fair im Verhältnis zu anderen. Im Vergleich zu anderen. Ja, was mache ich denn jetzt? 154, ich will jetzt auch nicht den ganzen Tag hier verbringen. Ich kümmere mich jetzt mal um das Teil hier. Darum bin ich hier. Wir legen mal die Sachen aus. Ganz oben das. Oder nee, das muss in die Mitte. Das also aus. Bei dem sieht das echt schöner aus. Und was mache ich jetzt? Jetzt gehe ich hier hin. Aber 154, da kann ich ja auch nichts mit anfangen, ganz ehrlich. Dann kann ich das auch einfach verspielen. So. Ich glaube, ich habe grün gewählt, aber selbst das weiß ich nicht mehr. Weg mit den Marken, ich brauche die eh nicht. Yes, ich hab sie gewonnen. Ich brauch sie alle. Oh Mann, jetzt habe ich 308. Orange. 150, komm. Ich hasse dieses Spiel. Jetzt aber weg hier. Das habe ich schon gespielt. Das war doof. Shop hat auch nichts gebracht. Und ich glaube, da oben passiert auch nichts. Oha! So viel zu dem Thema. Oha! Hat das was gekostet? Das ist ja schön. Oh, dank Bürgermeister Lewis. So, ich hoffe, das hat jetzt die Freundschaft zu all diesen Charakteren extrem gesteigert. Mit einem guten Gefühl beenden wir jetzt dieses Fest. Ja. Und jetzt? Was mache ich jetzt? Oh, jetzt geht's los. Oh, oh. Ich hoffe, ich behalte die Sachen. Ich hoffe, ich gewinne etwas. Ich habe Angst. Was wird er denken? Bin ich überhaupt ein echter Bauer? Zählt das, was ich gemacht habe? Oh, oh. Okay. Ah, gehe ich zurück? Verspiele ich mein Geld? Was mache ich mit den Marken? Oh mein Gott. Nicht schlecht, du hast den zweiten Platz mit einer Bewertung von 78 erreicht. Yes! Dein Preis sind 500 Sternmarken? Oha, wie gut. Und dann sammle ich mal mein Zeug wieder ein. Weg mit mir, ich habe gewonnen. Kann ich mit dem noch reden? Es fühlt sich großartig an, die Nummer 1 zu sein. Ha! Nun, ich habe nicht gewonnen, aber ich bin damit zufrieden, all meine harte Arbeit zu teilen. Das ist schön, Marley. Jetzt angeln wir noch einmal und wenn wir 800 haben, kaufen wir uns die Vogelscheuche. Katastrophe. Ja, perfekt. Das ist wichtig. Ah, Fake.
Nein. Der Perfektionsbonus ist dahin. Nein, ich habe ihn versaut. Hätte ich mal nichts gemacht. Das wird ein guter. Jawohl. Was ist denn hier los? Ich habe keine Zeit. So, jetzt noch schnell. Nein, oh. Mal schauen. Okay, mir fehlen nur noch ein paar und ich werde es jetzt wagen. Oh, auf was habe ich gesetzt? Auf grün? Och du Scheiße. Ich habe auf orange gesetzt. Oh mein Gott. Ich habe 800. Eieieiei. Jetzt aber schnell weg hier. Vogelscheuche gekauft. Ah, oh, die sieht schon sehr cool aus. Ich habe die Hoffnung, dass man die noch woanders herbekommt. Aber wir sammeln jetzt mal diese Sammlervogelscheuche. Ich glaube, allein dafür hat sich schon gelohnt. Tschüss. Oh, wie viel? 22 Uhr und ich muss noch alles gießen. Naja, das Leben ist hart. So, Auberginen en masse. Wo ist denn die schöne Musik hin? So. Es wird spät, 0 Uhr. Oh, sammeln plus 3, Quelle Überlebensbürger. Habe ich gar nicht gecheckt. Sehr schön. Ja, was auch neu ist, ist dieses Fass, in dem kann ich unter anderem Bier brauen. Aktuell habe ich da, glaube ich, einfach nur einen Saft, der dort drin gärt, würde ich mal sagen. Also ich habe da nur ein Stück Obst reingelegt. So, legen wir mal ein paar Sachen hier rein. Soweit die hier reingehören. Dann ist dann doch ein bisschen unübersichtlich. Stopp mal, hier habe ich ja auch Weintrauben. Die sollte ich mal zusammenlegen.
Naja. Ach nee, davon schleppe ich immer ein paar mit mir herum aktuell. Das kommt noch hier rein. Dies hier, das. Und diese wunderschöne Blume namens Sommerschmuck findet auch hier nochmal ihren Weg. Ich habe übrigens eine Feenrose. Die klingt richtig abgefahren. Ich weiß nicht, ob ich die irgendwie anpflanzen kann, aber das wäre super. So, noch die Pilze hier irgendwo hin. Nope. Hier rein. Nope. Hier rein. Ja. Und nun platzieren wir eine Vogelscheuche. Eine Sammlervogelscheuche. Die kann ja mal nach hier unten. Die erledigen auch ihre Arbeit. Sehr schön. Ich sammle das noch schnell ein, bevor ich ohnmächtig werde. So. Jetzt aber schnell ins Bett. Es ist mir kürzlich passiert, dass ich nachts umgefallen bin, weil es zu spät wurde. Und dann musste ich irgendwie 500 Geld bezahlen an Joja. Das wollte ich nicht. Hier habe ich übrigens so eine Trommel. Die macht Musik, wenn ich dran vorbeilaufe. Ab ins Bettchen. Mal schauen, wie erfolgreich der Tag war. Ich glaube, ich habe nichts verkauft. Nein, habe ich auch nicht. Aber wir starten in einen neuen Tag ohne Fest, ohne gar nichts. Und ab hier werde ich wieder ein paar Runden alleine spielen, ein paar Tage ohne den Stream. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal so eine Sonderepisode zu sehen. Mal schauen, wann wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ich habe jetzt nicht auf den Kalender geschaut, aber ich glaube, im Kalender von Stardew Valley gibt es ja noch den ein oder anderen Tag, an dem ein Event stattfindet. Und wenn kein Event stattfindet in der nächsten Zeit, dann würde es einfach mal wieder ein Update geben, was mit meiner Farm und meinem Charakter so los ist. Als nächstes bin ich auf jeden Fall sehr gespannt auf meinen Hühnerstall. Ich gehe nicht nochmal ins Bett, nein. Aber euch wünsche ich noch einen schönen Tag. Viel Erfolg bei allem, was ihr gerade macht. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ich spiele Stardew Valley. Macht's gut, ciao.